Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Tag von Advent of Code 2019. Es ist der 1. Dezember. Auf unserem Adventskalender für Programmierer ist heute, wenn ich mich nicht irre, wir können hier mal runterscrollen, der erste Tag freigeschaltet. Und für den zweiten Tag dauert es noch 19 Stunden, bis diese Tür freigeschaltet ist. Und ich habe ja vor, jetzt jeden Tag ein kleines Video zu drehen, wo ich quasi live so eine Aufgabe mal öffne und dann versuche sie in Python zu lösen. Und das erste, was ich mache, ich logge mich mal ein. Und zwar habe ich das Ganze über GitHub gemacht. Man kann eben seine GitHub-Anmeldung benutzen, um sich hier anzumelden. Und die nutzen dieses Authentifizierungsverfahren von GitHub und ich bin eingeloggt als Gravitar64. Prima. So, und dann öffnen wir das mal und es ist eben so, dass ich jetzt diese Aufgabe das erste Mal sehe. Das heißt, ihr werdet jetzt einfach mal erleben, wie man erst einmal das ganze Zeug liest und sich dann Gedanken macht und das alles ist ungeschnitten. Das heißt, ihr könnt live mal miterleben, wie ich solche Probleme löse und was für Probleme dann auftreten. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern, aber ich hoffe, dass Tag 1 jetzt nicht so schwierig ist. Okay, Tag 1, oh Gott, die Tyrannei der Raketen, Gleichung. Na gut, keine Ahnung. Also wir haben halt jetzt das Problem Santa. Ist irgendwie gestrandet am Ende des Sonnensystems, als er irgendwelche, das ist ja auch niedlich, also als er irgendwelche Geschenke auf anderen Planeten austeilen wollte. Und wir sollen jetzt irgendwie seine Position im Raum kalkulieren, damit er seinen Überlichtantrieb, seinen Warp Drive anpassen kann, um rechtzeitig auf der Erde zurückzukommen, damit eben auch wirklich Weihnachten gesichert ist. Und ich muss ihm irgendwelche Messungen aus einem 50 Stars, aus den 50 Sternen mitbringen. Ach so, okay, das ist die Grundaufgabe. Also wir müssen eben Weihnachten retten. Denn der ist irgendwie gestrandet und wir brauchen 50 Sterne und jedes Mal, wenn wir hier eine Puzzleaufgabe gelöst haben, bekommen wir einen Stern. Viel Glück, prima. Und die Elfen springen schnell in irgendein Raumschiff rein und sind dabei, eben zu starten. At the first go, no goal, Paul. Also auf dem ersten Start oder Nicht-Start. Jeder Elf ist Go until the Fuel Counter Upper. Keine Ahnung. Irgendwas mit dem Treibstoff ist hier wichtig. Also, und was wir eben brauchen als Treibstoff, wird definiert über das Modul und die damit zusammenhängende Masse. Und wir müssen irgendwie offensichtlich herausfinden, wie viel Treibstoff notwendig ist für ein Modul. Also man soll seine Masse nehmen, das durch 3 teilen, das dann runter runden, wenn das irgendwie eine Bruchzahl ist, nach unten abrunden und 2 subtrahieren. Also, wir haben eine Masse von 12, das teilen wir durch 3, dann kriegen wir 4 raus. Dann ziehen wir 2 ab und wir bekommen 2 als, das ist die Menge an Treibstoff, die wir brauchen. Und bei 14 durch 3 bekommen wir eine 4 raus, weil wir abrunden. 4, irgendwas und auch wieder 2. Und für eine Masse von irgendwas brauchen wir das und so weiter und so fort. The fuel counter upper needs to know the total fuel requirement to find it. Das heißt, wir haben eben irgendwelche Module und wir brauchen eben die Gesamtsumme an Treibstoff.
Und wir bekommen to find it, individual calculate the fuel needed for the mass of each Modul. Also wir bekommen die Masse für jedes Modul. Das ist unser Puzzle Input. Und dann müssen wir für jedes Modul eben dieses Zeug hier ausrechnen und das Ganze summieren, um eben die Gesamtsumme zu bekommen. Was ist die Gesamtsumme des Treibstoff, des benötigten Treibstoff für alle der Module, die eben angegeben werden? Okay, ich glaube, das habe ich verstanden. Das heißt, wir kriegen jetzt hier wahrscheinlich eine Liste von Modulen und Massen der Modulen. Ah ja, hier haben wir eine Liste der Module und zwar nur der Masse der Module. Das kopieren wir uns mal raus. Zack. Und jetzt gehen wir in Visual Studio Code, legen uns eine neue Textdatei an. Und diese Textdatei nennen wir jetzt mal Tag 1 TXT. Okay, und was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt quasi diese Textdatei einzeln lesen. Also gehen wir in unser Python-Programm. Ich habe hier schon mal eine leere Datei vorbereitet. Und das links nehmen wir mal weg, da haben wir mehr Platz. Und jetzt müssen wir die irgendwie einlesen. Also sage ich, while open Tag 1 TXT SF. So öffnet man eine Textdatei und das F ist jetzt quasi die Gesamtmenge an Zeilen und jede einzelne Zeile ist dann der Input. Also sagen wir mal for Masse in F. Wir gehen jetzt also eigentlich einzeln diese Elemente durch und dann bekommen wir einen String zurück. Also sage ich Masse gleich Int Masse, damit wir damit rechnen können. Und dann sage ich, das war die Aufgabe, Aufgabenbeschreibung war, glaube ich, irgendwie durch drei Zeilen. Teile durch drei. Und zwar ganzzahlig ist ja eigentlich die Idee. Ich könnte jetzt auch erstmal durch drei teilen, dann kriegen wir irgendeinen Bruch raus und das müsste ich dann runden. Aber ich kann auch gleich ganzzahlig durch drei teilen. Der Rest ist mir dann egal und dann ist es schon nach unten gerundet und dann ziehe ich 2 ab. Also sagen wir Fuel. Ich benutze, ja, okay, oder Treibstoff, ne? Treibstoff gleich Masse ganzzahlig durch 3 minus 2 ist die Logik, ne? Divide. Take its mass, divide durch zwei, runter und ziehe 2 ab. Ja, okay. Und dann print Masse, Komma, Treibstoff. Und hier haben wir schon mal einen Fehler, weil ich hier irgendwas falsch gemacht habe. Okay. Da sieht man schon, verdammt, wahrscheinlich stimmt irgendwas mit dem Syntax hier nicht. While open, schon lange nicht mehr gemacht. Wenn ich das schon lange nicht mehr gemacht habe, gehe ich einfach hier bei Python rein. File open. Ja, gucken wir uns mal irgendwas an. Ist die Open-Funktion eigentlich schon richtig? F gleich Open. Ach, okay. Da sieht man es mal wieder. Eigentlich fast alles richtig gemacht. Ich hätte es bloß in Klammern setzen sollen. Und dieses in Klammern gehört zu dem Open. Aha.
Und wieso macht er das dann? F gleich open, Demo-File und so weiter. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann sagen wir noch mal. Ah, with open, nicht while, sondern with open s. Super. Also with open s und so weiter. Und dann sagt er, er würde keine Datei Tag 1 TXT finden. Habe ich die nicht Tag 1 TXT genannt? Doch, eigentlich schon, ne? Gucken wir uns nochmal an, wo die Dateien liegen. Ich bin unter 2019 und hier habe ich Tag 1 TXT. Ach so, und Tag 1 TXT habe ich noch nicht gespeichert. Also müssten wir das hier erstmal speichern. Doch, habe ich eigentlich gespeichert. Warum findet er das denn jetzt nicht? Gute Frage, nächste Frage. With open tag1.txt. No such file or directory tag1.txt. Ja, und das sind dann so die kleinen Schweinereien, mit denen man sich dann so rumschlägt. Warum findet er das Ding jetzt hier nicht? Und ich kriege immer ja nur no such file or directory tag 1 txt. File not found error. Hat er dieses Verzeichnis nicht? Das kann natürlich sein. Na gut, dann gucken wir uns mal an, wie wir das eigentlich vorher immer gemacht haben. Wir haben ja schon mal irgendwelche Probleme gelöst. Tja, eigentlich haben wir das hier im letzten Jahr genau so gemacht, with open und so weiter und so fort. Und da findet er das dann auch. Na super. Und warum findet er es hier nicht? Wahrscheinlich liegt das an diesem neuen Verzeichnis, was ich angelegt habe. Ich habe hier so ein 2019 angelegt. Da, 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 da. Okay, ja, immer wieder neue Aufgaben. Das heißt, ich kann hier irgendwie nicht darauf zugreifen. Was braucht er denn überhaupt hier? Also wir haben hier eigentlich auch nicht so richtig viel drin, ne? Jetzt alles nochmal speichern und lege es mal hier oben bei Advent of Code ab. Jetzt habe ich das auch da abgelegt. In dem Ursprungsverzeichnis von Advent of Code, glaube ich jedenfalls.
Ja, hier taucht es jetzt auf. Super. Und mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Zong, zong, zong. Na super, jetzt funktioniert das. Er greift also offensichtlich auf das Advent of Code Verzeichnis zu. Warum auch immer, obwohl wir uns jetzt im Unterverzeichnis 2019 bewegen. Okay. Also jetzt sehen wir hier unten die Liste der Werte, der Masse. Muss ich nachher nochmal prüfen, warum er jetzt auf das Verzeichnis nicht zugreift. Okay. Ich dachte, er greift immer auf das aktuelle Verzeichnis zu, in dem er sich gerade befindet. Und da sich Advent of Code Tag 1 Pi in 2019 befindet und das Text in 2019 befindet, dachte ich, er greift darauf zu. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Gut, muss ich nachher nochmal prüfen. Okay, wir kriegen jetzt hier immer die Masse und den benötigten Treibstoff raus, ne? Super. Und jetzt müssen wir das aufsummieren. Und der lange Weg heißt dann, okay, ich sage hier also mal Lösung. Oder ja doch, Lösung ist gleich 0. Und dann sagen wir jedes Mal hier, wenn wir das ausrechnen, Lösung plus gleich Masse durch 3 minus 2. Und ganz zum Schluss. Hier summieren wir quasi diese Einzelergebnisse. Und ganz zum Schluss geben wir dann hier unten die Summe aus. Das ist hier die Summe. Und das ist wahrscheinlich die Lösung, die wir hier eingeben dürfen. Und dann geben wir hier die Lösung ein und schicken es hoch und yes. Und damit haben wir einen goldenen Stern. Das sieht man hier auch. Yay! Yeah. Erster goldener Stern, aber es gibt hier noch einen Teil 2 der Aufgabenstellung. Und ah ja, und jetzt kommt hier nochmal das schöne Thema. Ja, ihr habt jetzt den Treibstoffbedarf für die Module summiert, aber die Elfen selbst brauchen auch. Ach nee, Fuel itself, der Treibstoff selbst braucht auch natürlich, hat eine, der Treibstoff selbst hat eine bestimmte Masse und insofern braucht also die Masse des Treibstoffes selbst auch Treibstoff. Also der Treibstoff benötigt Treibstoff und der Treibstoff benötigt Treibstoff und so weiter und so fort. Jede Masse, jede Masse. That would require negative fuel, should instead be treated. Naja, guckt. Also so für jedes Modul haben wir das gemacht. Und dann müssen wir den Fuel Amount, also das, was wir rausgerechnet haben, wieder als Input zur Masse und das Ganze nochmal rechnen. Und das machen wir so lange, bis es sich keine Veränderung ergibt. Also sagen wir, ein Modul requires 2 Fuel, this fuel requires no further fuel. Ach so, weil die Masse des Treibstoffes pro Modul auch wieder durch 3 gründet und dann 0 ergibt. Und immer dann, wenn wir für jedes Modul eine Masse, einen Treibstoffbedarf ermitteln, der selbst wieder als Treibstoff 0 ergibt, dann brauchen wir es nicht dazu addieren. Und jetzt haben wir eben hier zum Beispiel ein Modul, das hat 1969 Masse, das braucht 654 Fuel.
Dieses Fuel benötigt dann 216 more Fuel. Und dieses 216 benötigt dann 70 more Fuel. Das benötigt 21 more und das 5. Und dann nicht mehr. Also brauchen wir dann 1969 plus 654, 216, 70, 21, 5, 966. Okay, also was ist dann die Summe der Treibstoffnotwendigkeit für alle der Module inklusive der Masse des dazu addierten Treibstoffes? Kalkuliere den Treibstoffbedarf für jedes Modul einzeln und dann addiere das alles zusammen. Und das Puzzle-Input ist dasselbe. Okay, also sagen wir prima, das hier war Tag 1. Und jetzt speichern wir uns diese Lösung mal ab. Advent of Code, Komma, Tag 1a. Und hier haben wir schon mal die Masse, hier haben wir den Treibstoff. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir werden in so einer Schleife jetzt ermitteln, wie viel Zusatztreibstoff wir für die Masse des Treibstoffes brauchen. Und sagen Zusatz Treibstoff gleich 0 vor while true, also wir sagen, wir machen so eine Endlosschleife. Solange das While auf True steht, wird das immer wieder wiederholen und dann sagen wir, okay, nehmen wir mal den Treibstoff oder den Zusatztreibstoff oder Zusatz gleich Treibstoff. Ist das überhaupt richtig? Wir müssen ja Treibstoff nehmen und da dann das Zeug irgendwie rechnen und dann kommt irgendwas raus an Zusatztreibstoff, das ist dann der Zusatz. Und das ist dann die Masse des Zusatztreibstoffs. Ja, okay. Also sagen wir Zusatz gleich. Treibstoff. Aber ich nehme dann immer Treibstoff, ne? Und den Treibstoff müsste ich dann ja irgendwie. Irgendwie den Treibstoff dann ja erhöhen um das ganze Zeug. Das ist gar nicht so gut. Also irgendwie muss ich jetzt mal mir den Treibstoff merken. Also sagen wir Zusatztreibstoff gleich 0. Und Zusatz gleich Treibstoff. Und dann sage ich, okay, Zusatz ist gleich Zusatz durch 3 minus 2. Und was dann in Zusatz drin steht, wird dem Zusatztreibstoff addiert. Okay, dann haben wir hier die Summe des Zusatztreibstoffes und der Zusatz. Und if Zusatz kleiner gleich 0.
Dann müssen wir hier einen Break machen. Und dann brechen wir aus dieser Endlosschleife raus. Und das müssten wir aber hier oben machen, bevor wir das dazu addieren. Ansonsten addieren wir irgendwas Negatives dazu. Und das wollen wir ja nicht. Immer dann, wenn wir das hier haben, dann haben wir in dem Zusatztreibstoff die Summe dieser ganzen zusätzlichen Einzelgeschichten. Und alles, was wir dann noch machen müssen, ist Lösung ist gleich Lösung plus Treibstoff plus Zusatztreibstoff. Und das rattern wir mal durch. Und dann bekommen wir hier diese Lösung. Und das geben wir hier ein. Yes! Und wieder ein goldener Stern. Damit haben wir Tag 1 Advent of Claude gelöst. Und ja, da seht ihr mal, auf was für Probleme man so stößt, wenn man das Ganze hier live erledigen will. Allein schon das Verstehen der Probleme ist dann schon ein Akt für sich. Und komischerweise diese Geschichte mit dem Unterverzeichnis habe ich auch noch nie so gesehen. Was man jetzt noch machen kann, ich mache mal ganz kurz hier, holen wir uns mal Tag 1 nochmal, also das hier speichern wir mal schön ab. Holen wir uns mal Tag 1, Tag 1 TXT, Tag 1 Pi. Ach so, hier sind wir Tag 1. Dies hier kann man zum Beispiel auch in einer einzigen Zeile machen, wenn man das wollte. Man könnte einfach sagen, ah ne, das lassen wir alles mal. Alles gut. Ich fange jetzt nicht an zu optimieren. Ich mache es einfach von oben nach unten runter. Ihr seht dann, dass die Lösung, die ich dann geschrieben habe, nicht unbedingt die kürzeste aller Lösungen ist, aber das wäre so der erste Ansatz. Und dann kann man natürlich nochmal anfangen zu optimieren, aber das lassen wir jetzt mal alles weg. Tag 1, ungeschnitten, raw, one mic, one take. Ihr könnt mir beim Denken zusehen, nicht immer ist alles ausformuliert, was ich da so formuliere. Aber ihr seht ja auch gerade, was ich da so lese und vielleicht ist es doch noch einigermaßen nachvollziehbar, wie ich zu dieser Lösung gekommen bin. Und hier haben wir uns erstmal 2 goldene Sterne abgeholt auf dem Weg zu den 50 goldenen Sternen. Und dann kann man natürlich auch mal sehen, wie sieht die Statistik aus hier oben bei Advent of Code. Und da gucken wir mal und sehen, ah, es haben 6329 teilgenommen und 1030 haben nur Sterne bekommen. Kann das sein? I don't know. Ach nee, Quatsch. Die Statistik ist so, dass man sagt, man hat am ersten Tag haben 6333 Aufgabe 1a gelöst und 1036 Aufgabe 1b. Scheinbar war 1b doch ein bisschen komplizierter als 1a und da ist es dann massiv runtergegangen. Und was das hier bedeutet, weiß ich noch nicht so richtig. Das ist wahrscheinlich das, nee, das kann ja nicht das Verhältnis sein zwischen 6000 und 1000. I don't know. Aber hier Gold indicated users that have completed both parts of a puzzle. Ah, das hier sind 6000, die beide Teile gelöst haben. Ah, völlig falsch interpretiert. Und Silver sind die, die nur den ersten Teil gelöst haben. Und jetzt wird es auch ein Schuh draus. Das heißt, wir haben also insgesamt irgendwie 7000 irgendwas. Und von den 7000 irgendwas haben, hat die große Menge beide Teile gelöst und nur ein kleiner Teil hat nur Aufgabe 1a gelöst. Das heißt eben, eigentlich war das gar nicht so schwer und nur 1000 von 6000 insgesamt oder von 7000 insgesamt haben nur die erste Hälfte geschafft. Also der überwiegende Teil hat wirklich beide Aufgaben gelöst. Ja, und wenn man dann auch nochmal in die Leaderboards reinschaut, dann sieht man eben hier, die Leute, die es geschafft haben, so schnell wie möglich das Ganze zu lösen, da wird einfach geschaut, wie lange haben sie gebraucht, um die Lösung hinzubekommen. Das sind die mit dem heißen Score.
Und derjenige, der zuerst eine Lösung abgegeben hat, der kriegt 100 Punkte und der zweite kriegt nur 90 Punkte. Und hier sieht man eben, hier hat es einer geschafft, 197 Punkte zu kriegen. Das heißt, er hat wahrscheinlich die Tag 1 sofort gelöst mit 100 Punkten und dann den zweiten Teil der Aufgabe 97 Punkte reingeholt. Irgendjemand hat ihn da überholt. Dazu müsste ich mich aber immer um 6 Uhr morgens eben an den Rechner setzen. Und dazu habe ich irgendwie nicht so richtig Lust. Heute ist auch Sonntag und ich werde es sowieso nicht schaffen, da um 6 Uhr morgens davor zu sitzen. Ich bin ja eher ein Abendmensch. Das hier ist sowieso schon die Ausnahme. Da bin ich schon vormittags unterwegs. Also in der Regel werdet ihr irgendwie abends spät dann das Video sehen zur Lösung des jeweiligen Tages. Ja, das jetzt aber wirklich genug der Dinge. Jetzt muss man auch mal zum Schluss kommen. Ich wünsche euch einen schönen. Haben wir jetzt ersten Advent? Ich glaube, haben wir jetzt schon ersten Advent? Ich glaube ja. Einen schönen ersten Advent und wir sehen uns dann morgen oder hören uns dann morgen, wenn es zu Tag 2 von Advent of Code live und ungeschnitten geht. Bis dann, ciao.